Yvonne, heute ist unser Jahrestag. Wollen wir shoppen gehen? Oh, das ist ja ein Traum. Fahren wir ins große Einkaufszentrum? Ja, gerne. Schön, dass Oma und Opa auf die Kinder aufpassen. Ja, das ist toll. Dann lass uns los, Yvonne. Und können wir vorher noch was essen und Ja, trinken? das können wir im Einkaufszentrum machen. Ich kenne da eine gute Eisdiele. Oh, stimmt, da ist ja eine. Genau, lass uns mal. Oh, ist heute wieder. Mensch, der fährt da schnell mit seinem Was ist Motorrad. das für ein Typ? Ja, ganz komisch. Oh, hier ist ganz schön Gegenverkehr. Naja, dann hoffentlich finden wir einen Parkplatz. Ja, ich glaube, da vorne ist der große Parkplatz vom Einkaufszentrum. Na, da muss ein Platz für uns sein, oder? Ja, da vorne doch. Ich sehe schon einen. Super. Oh, hier sind wir ja relativ nah am Einkaufszentrum. Spitze. Schatz, du hast super geparkt. So, jetzt nur noch wenige Meter. Und mein Schatz, was willst du dir heute kaufen? Ich hätte gerne zwei Blusen, zwei T-Shirts, vielleicht ein Kleid. Brauchst du auch was, Schatz? Ich glaube, ich kaufe mir auch Schuhe oder so in der tollen Boutique neben der Ja, Eisdiele. Schuhe brauchst du auf jeden Fall. Okay, super, dann lass uns mal losgehen über diesen Parkplatz. Oh, guck mal, Schatz, ist das nicht das Motorrad, was uns gerade überholt hat, Ja, so von dem schnell? komischen Typen, ne? Gott. Eis essen. Guck mal, wie viele Sorten die da haben. Ja, Yvonne, ich glaube, ich nehme kein Eis. Ich nehme heute lieber einen leckeren Cappuccino. Ich nehme mein Lieblingseis. Weißt du, was das ist? Nein, was denn? Vanilleeis. Buongiorno, prego. Ich hätte gerne eine Kugel Vanilleeis oder nee, ich nehme drei Kugeln. In der Waffel oder im Becher? In der Waffel. Und ich hätte gerne, ja, ein Cappuccino. Oh. Hier, prego, Ihr Eis, Ist ja Senorita. lecker, Rieseneis. Und Ihren Kaffee bringe ich, Ihren Cappuccino. Mein Eis schmeckt wirklich ausgezeichnet. Prego, Senor, Ihr Cappuccino. Yvonne, schau mal da drüben in die Boutique. Was ist denn da los? Ist das ein Überfall? Gott, ich denke ja. Wir müssen was unternehmen, oder, mein Ja, Schatz? was machen wir denn? Das ist ein Überfall. Her mit der Kohle, aber ganz schnell. Ja, aber tun Sie mir nichts. Das Geld können Sie haben, aber bitte tun Sie mir nichts. Ich habe solche Angst. Hier ist Wow. das Geld. Ja, dann geben Sie mir mal ganz schnell her das Geld. Ja, hier bitte. Ist das alles? Ja, ich habe nichts mehr. Hahaha, das ging aber einfach. Oh, ich habe solche Angst, bitte. Und Sie verpfeifen mich nicht, Nein, verstanden? nein. Hilfe, 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 Hilfe. Wir müssen was unternehmen. Da vorne gab es einen Raubüberfall. Wir müssen den Räuber schnappen. Sí, claro. Aber wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Stopp! Sie haben keine Chance. Jawohl, super Bein gestellt. Toll haben Sie das gemacht. Ich nehme jetzt das Messer weg. Geben Sie auf, Sie haben doch überhaupt keine Chance gegen uns zwei. Sie liegen schon auf dem Boden. Ich habe das Messer, jawohl, ich gebe es gleich der Yvonne. Ah, Yvonne, schnell, Messer verstecken und die Polizei anrufen. Ja, genau. Da, in die Tasche. Super gemacht. Hallo, ist das Polizei? Hier findet ein Überfall statt im Shoppingcenter. Bitte schnell. So, dich haben wir geschnappt, Freundchen. Jetzt hast du keine Chance. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Ja, genau, die Polizei kommt. Hier spricht die Polizei. Sie sind festgenommen. Gut gemacht, Jungs. Tolle Hilfe war dir. Hände hoch und gehen Sie mir vor. Schatz, du bist mein Held. Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Die Kinder werden uns gar nicht glauben, was hier passiert ist. Oh Gott. Es ist ja noch mal alles gut gegangen, mein Schatz. Naja, zu unserem Jahrestag hätten wir nichts Spannenderes haben können. Ich liebe dich.